Ihr Lieben, ich muss mal kurz doch ein Video machen, denn genau jetzt ist der Moment eingetreten, wo ich finde, dass man doch mal ein Video machen sollte, weil es was zu sagen gibt. Und zwar geht es mir gerade nicht so gut. Ihr habt es vielleicht also ihr hört es vermutlich an meiner Stimme und ihr habt es vielleicht heute bei Instagram gesehen. Ich habe unnormal gegessen, für mich unnormal. Ich habe viele kleine Zwischenmahlzeiten gegessen und hinterher, jetzt zum Ende hin, es waren noch keine großen Portionen, aber ich merke, dass dieser Druck da ist, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu essen. Habt ihr ja gesehen bei Insta. Und genau jetzt habe ich gerade die beiden Möglichkeiten. Entweder ich fresse, 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 oder ich gucke, wo dieses Gefühl herkommt. Oh, eine dritte Möglichkeit wäre natürlich jetzt, nach draußen zu gehen und eine Runde laufen zu gehen und die Energie, die in mir ist, irgendwie in körperliche Energie umzuwandeln und loszuwerden. Aber ich glaube, das wird mich jetzt nicht weiterbringen, denn ich möchte ja gucken, wo das Gefühl herkommt. Und gerade ist es einfach viel. Zum einen haben mich viele eurer Nachrichten sehr, sehr, sehr berührt, als ich gesagt habe, das letzte Video, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Und dass ich quasi nicht mehr täglich ein Video hochlade, einstelle. Ihr wisst schon, was ich meine. Und diese Beständigkeit genommen habe, die ich am Anfang so sehr gefeiert habe. Denn, und das zeigt mir genau das, was jetzt passiert. Ich brauche Beständigkeit. Wenn etwas so ist, dann will ich, dass das immer so ist. Wie mit diesem Video. Jeden Tag. Das seit 92 Tagen. Das sind 3 Monate. Das ist für mich schon eine lange Zeit, um mich auf eine Sache so sehr einzustellen, dass sie zu mir gehört und dass sie sich für mich als das ist jetzt so anfühlt. Und so ein Gefühl, wie ich es jetzt die letzten Tage hatte, hatte ich schon mal. Und zwar hatte ich ja unfassbare Angst vor Zucker. Seit meiner Essstörung Binge Eating ist ja für mich der Gedanke an Zucker so ein Schlüsselmoment gewesen, in dem Moment, wo ich quasi meine Disziplin und meine Kontrolle verloren habe, habe ich zuckerhaltige Lebensmittel gegessen. Und dann war die kleinste Prise Zucker der Anfang einer großen Eskalation. Und meine Ernährungspsychologin hat dann zu mir gesagt, Jana, jeden Tag 3 kleine Süßigkeiten. Das konnten dann 3, was weiß ich, Schokobons oder Celebrations oder 3 Stücke Schokolade, was auch immer sein. Und das war quasi Pflicht jeden Tag, um die Angst davor zu verlieren. Habe ich jeden Tag gemacht und war stolz darauf, dass es mir gelungen ist, ohne. Am Anfang ist es ein paar Mal eskaliert, aber das war okay, klar. Am Anfang ist es immer schwierig. Aber hinterher hat es geklappt. Und dann kam der eine Tag, an dem ich dann abends im Bett lag, völlig erschöpft vom Tag. Ich habe da gelegen und bin hochgeschreckt und hatte tierisches Herzrasen, direkt Schweißausbruch, weil ich gedacht habe, fuck, du hast es vergessen. Du hast heute nichts Süßes gegessen. Und es war schon nach 0 Uhr. Und das hat mich richtig, richtig, richtig fertig gemacht. Ich hatte die nächsten Tage einen unfassbaren Druck. Und ich habe euch, wann war das? Gestern, vorgestern, ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, hey, ich habe es gestern vergessen, das Video abends zu drehen. Ich war mit Freunden unterwegs. Und das ist für mich auch so ein Moment gewesen, so dieses, das ist immer so, was mir eigentlich eine Beständigkeit und eine Sicherheit gibt, was aber nicht immer ins Leben passt. Freunde sollten beständig sein. Das Wetter könnte auch mal ein bisschen beständiger sein. Okay, das ist Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt Dinge wie zum Beispiel. Es sollte beständig so sein, dass der Reißverschluss bei der Decke nicht oben ist, sondern am Fußende. Es sollte beständig so sein, dass ich erst warm dusche, bevor ich danach kalt dusche. Das sind Rituale und ja, Verhaltensweisen, die immer praktikabel sind und die mir immer gut tun. Aber die Tatsache, jeden Tag etwas Süßes essen zu müssen, das muss nicht jeden Tag sein. Die Tatsache, dass ich mir selbst auferlegt habe, jeden Tag ein Video hochladen zu müssen, das muss nicht sein. Und dass ich es nicht
was ich mir selbst auferlegt habe, dass ich es nicht eingehalten habe, stresst mich tierisch. Und ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass ich darauf jetzt mit einem Video reagiere, aber ich habe euch ja versprochen, euch mit auf den Weg zu nehmen, was in meinen Gedanken los ist und wie ich mich fühle. Und ich glaube, genau so möchte ich es auch weiterhin machen. Ich möchte Videos machen, wenn ich was zu sagen habe, wenn was passiert ist, wenn es was zu erzählen gibt. Und das kann mal morgens um 5 sein, das kann mal wie jetzt irgendwie um kurz nach 6 sein oder mal spät abends. Das kann auch mal irgendwie 2, 3 Tage nicht sein, aber in der Regel passiert ja doch hin und wieder etwas, was alles verändert. Und ich finde, es ist so ein bisschen wie der Moment, wenn man sich mit einer Freundin trifft, mit der man eigentlich ganz, ganz, ganz eng und lang befreundet ist, man eine Weile keinen Kontakt hatte und sie dann plötzlich sagt, übrigens Jana, ich bin verlobt und schwanger. Und man noch nicht mal wusste, dass sie einen Freund hat. Dann ist es so dieses, da fehlt ganz, ganz, ganz viel zwischen und das schafft so eine Distanz. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte diese Nähe zu euch behalten und ich möchte, dass ihr wisst, wie es mir geht und dass ihr auch wisst, wenn es mal schwierig ist, so wie jetzt gerade zum Beispiel. Aber jetzt, wo ich ausspreche, was diesen inneren Druck, dieses innere Unwohlsein ausgelöst hat, ist es schon besser. Und obwohl ich noch den Rest der Nüsse, ihr habt sie bei Instagram in der Story gesehen, da stehen habe. Es ist ein großer, sehr großer Beutel Jumbo-Erdnüsse, die ich eigentlich gekauft habe, weil ich das Eichhörnchen vom Baum auf meinen Balkon locken möchte, aber es will nicht. Werde ich heute nicht mehr essen. Also, wenn ich es doch tun sollte, kann natürlich passieren, seht ihr es bei Instagram in der Story, aber ich gehe einfach davon aus, dass es nicht nötig ist. Weil ich ja weiß, woran es liegt. Ich habe einfach eine Sache unterbrochen, die ich vorher für mich als ich will Beständigkeit in meinem Leben eingeordnet habe und dabei vergessen habe, dass so ein Video einfach nicht in jeden Tag passt, dass dazwischendurch mal das Leben dazwischen kommt. Und da habe ich einfach zu wenig Rücksicht auf das Leben genommen und viel zu viel Fokus auf das, ich will das jetzt so, ich will das jeden Tag gelegt. Das war falsch. Und das war irgendwie ein bisschen dumm. Das hat eine Zeit lang gut getan, aber es darf mich nicht stressen, wenn es mal nicht ins Leben passt. Und deswegen freue ich mich einfach, wann immer es was zu erzählen gibt, mache ich das. Und wenn es mal nichts zu erzählen gibt, dann wir sehen uns bei Instagram, wir sehen uns bei TikTok, wir sehen uns ganz oft auch einfach auf der Straße, wo ihr immer gerne Hallo sagen könnt. Und wann immer was passiert, was ich erzählenswert finde, sehen wir uns natürlich auch hier, wie jetzt gerade. Und wenn es euch mal irgendwie so geht, dass ihr das Gefühl habt, boah, gerade ist der innere Druck so krass, schaut, wo er herkommt und schaut, ob das ein selbst auferlegter Druck ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir, oder ob es ein Druck ist, der euch jemand anders auferlegt hat, dann sprecht mit der Person. Und wenn es was ist, was nur in euch liegt, dann ändert es einfach. Wir können jeden Tag aufs komplett neu entscheiden, wer wir sein wollen und wie wir sein wollen und wie wir unseren Tag gestalten wollen. Klar, einige Dinge sind einfach jeden Tag unumgänglich, aber solche Sachen, die wir selbst in der Hand haben, sollten wir nicht tun, wenn sie uns nicht gut tun. Und wir sollten sie tun, wenn sie uns gut tun. Und das hier hat jetzt gerade mir sehr, sehr gut getan. Und ich bin froh, dass es einfach eine Sache ist, die jederzeit möglich ist, aber ebenso eine Sache, die nicht immer nötig ist. Ja, so sieht's aus. Und jetzt habe ich gleich eine Telefonkonferenz, aber ich probiere mal, ob ich vorher noch das Video hochgeladen bekomme. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich da abonnieren, dann verpasst ihr nicht, wenn ich wieder ein Video einstelle. Macht's gut, einen schönen Abend euch.